So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13.2. So, ich bin von Anfang an direkt mal ehrlich. Es ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich zuletzt aufgenommen habe und habe deswegen schon die ein oder andere Sache hier im Spiel wieder vergessen. Was wir jetzt aber auf jeden Fall tun werden, ist das 100% jetzt mal weiter komplizieren. Ich kann mich noch erinnern, dass ich zuletzt an Gilgamesh nicht mehr weitergekommen bin. Und deswegen, ja, ich lasse es erstmal. Ich mache den später fertig. Das, spare ich mir auf. Was wir jetzt machen ist die Paradoxenden. Wir gehen jetzt weiter auf die Fragmente-Komplettierung und deswegen müssen wir jetzt die Paradoxenden machen. Dazu schließe ich mal ganz kurz hier das Portal. Ich hoffe, das ist richtig. Sieht richtig aus. Paradoxenden erhalten wir jetzt, indem wir gewisse Storyabschnitte nochmal spielen und dann ein bisschen anders machen. Moment, ich gehe mal kurz die Einstellungen, um zu gucken, ob ich das richtig gemacht habe. Moment. Wo war es denn? Hier, Fragmentfertigkeiten, genau. Ist es an? Paraskop ist an, okay. Wir spielen die Story jetzt an einigen Stellen sozusagen nochmal. Für diese Paradoxenden. Aber der Ausgang dieser Storylinie ist dann quasi anders. Und quasi in sich geschlossen. Aber wir spielen jetzt diesen ganzen Part mit Brechnorin nochmal. Kämpfen dann gegen den Boss. Und mit Paraskop an machen wir die Sachen ganz quasi anders. So, also dann gönnen wir uns einfach diese ganzen Cutscenes hier nochmal. Wobei, ich kann es auch theoretisch überspringen. Das ist nur meine Cola. Nicht beruhigt und ruhig sein. Eigentlich kann ich es auch ausmachen. Wenn wir das jetzt jedes Mal nochmal angucken, dann werden wir nicht fertig. Komm, ich überspringe das einfach. Oh. Ah, ich darf direkt gegen den werten Atlas hier kämpfen. Wie schnell mache ich den kaputt? Ah, schnell genug, okay. Alles klar, tschüss. Tschüss, Paradox Alpha. War cool mit dir. Bye bye. Da oben, wo die. Ah, Luftschiffe, alles klar. Ey. Achso, es gehört zum Kampf. Mist. Ich kann es nicht überspringen. Gut, dann gucken wir es einfach mal kurz an. Oh, okay. Aktionsmodus, los geht's. Wow, perfekt. Ich bin der Beste. Das war wow. Krass hier. Es kommt alles zum Kampf. Ich kann nichts machen. Jawohl, zerbombt den einfach. Sehr schön. Bester Kampf meines Lebens. Hätte man nicht besser machen können. Lad einfach. Du machst das schon, Spiel. Okay, finde Atlas. Finde Atlas? Sicher ist das die Mission ist? Okay. Offenbar kann die Story technisch einfach durchrennen. Das ist cool. Ich muss noch mal kurz gucken, was sind denn meine Paradigmen? Okay. Ist ein bisschen seltsam, aber nichts, was mich aufhält. Wir haben jetzt hier keine unendlich schweren Kämpfe vor mir. Genau, wir können hier nicht Atlas freien Lauf gebieten, deswegen. Es geht wieder los, oder? Ich hab's so überhaupt nicht vermisst, diese ganzen Hänger zu haben. Naja, das ziehen wir jetzt noch durch, die letzten paar Fragmente. Also das letzte Gilgamesch einfach weg. Jau. Wir sind davon nicht gestorben. Obwohl wir genau da stehen. Nice. Die Leute hier sind auch nicht gestorben. Wir brauchen kein Artefakt. Wir brauchen Scheiß. Wir müssen einfach nur zu Atlas. Ah, hab ich mal nicht voll hier. Ich bin wichtiger als ihr. Vielen Dank. Ich habe so unglaublich viel vergessen in der Zeit, wo ich nicht aufgenommen habe. Aber so an und sich geht's noch. Einige Paradoxen sind ja ganz lustig. Huch. Ja, ihr mich auch. Oh, ihr verdammten Low-Levels. Ihr verdammten Low-Levels.
Naja, gut. Hier, zack, zack. Oh, ich habe das so absolut gar nicht vermisst, dass es sich endlich aufhängt. Ich habe es so absolut gar nicht vermisst. Ich möchte direkt wieder abbrechen, deswegen. Aber was muss, das muss, ne? Mehr Life Events. Wuhu, ich lauf weiter. Okay. Ich habe irgendwie gerade was weggeglitscht. Da steht er. Das ist unwichtig. Wir gehen jetzt direkt zu Atlas und machen den kaputt. Lässt sich Atlas kontrollieren? Ja, von meinem Schwert. Let's fucking go. Den machen wir so kaputt. Wir brauchen kein Gerät, um den zu schwächen. Tja, Brudi. Bist du fertig? Los geht's. Mal gucken, wie schnell ich den wegfrühstücken kann. Ich gehe noch mal drauf. Okay, dafür, dass ich ihn hier super Bottle besiegt habe, macht er mir ja ganz schön gut Schaden, ne? Also vergleichsmäßig zumindest. Aber Gott an für sich geht das schon gut runter. Was? So einer macht mir so viel Schaden? So einer lässt mein Spiel aufhängen? Ein Nizil. Ein Niz Bluttrank. Gut, dass ich 99 davon hab. Genau, let's do it. So, an die Manipulator können wir auch machen. Gar nicht mal so schlechte Idee. So, den kann ich auch machen. Okay. Ich hoffe mal. Okay, ne, doch nicht. Ich dachte schon, sein Schockding ist runter. Ein Nizil. Oh, wollte ich gar nicht. Mist. Shit. Okay, die Kombo habe ich noch im Kopf, lustigerweise. Okay, der rote Schokobo macht schon. Macht schon guten Damage. Okay, das ist unwichtig. Ja, ich habe ihn ja fast. Kein Ding, der Atlas. Macht gut Schaden, hält aber nicht viel aus. Das geht schon klar. Der macht das nicht mehr lange mit. Naja, hau doch zu. Was auch immer dich glücklich macht, Bruder. Lol, wie auch hat es mein Chocobo geschleudert. Oh, ist mein Team gerade gegen den gestorben? Nicht gut. Oh, oh. Nicht cool. Absolut nicht cool. Ich hätte mir einfach noch einen Verteidiger mitnehmen sollen. Ja, ja, ich provoziere mal eine Runde. Kann ich den vielleicht mit drei Brechen wegtöten? Ja, okay. Ich mache immer mit drei Brechen jetzt fertig, was soll's. So. Nerv mich nicht ab. Geschafft. Atlas down. Ja, das ist beim ersten Mal auch ausgepackt. Ich glaube schon. So. 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 Legit, immer noch. Wir sind gerade durch den Stein durch. Wir sind schon wieder auf ihm. Ich lucke den ganzen Tag aus, nur für dich. Move, weg mit dir. Ready, set, go. But. Perfekt, schon wieder. Alles kein Ding. Nieder mit dir, Riese. Keine Chance gegen zwei Menschen und einen Schokobo.
Oh, Errungenschaft freigeschaltet, Flammenorden. Cool. Geht es auch weg? Please, dankeschön. So, damit haben wir das Paradoxende jetzt, glaube ich, freigeschalten. Ich hoffe, das Portal bringt mich da jetzt auch hin. Was? Was? Habe ich was falsch gemacht? Hä, ich habe Atlas doch ohne das Gerät besiegt. Ach nee, guck mal hier. 0 von 1, das ist richtig, was wir gemacht haben. Sarah und Noel defeat the rampaging giant Atlas. In the ensuing confluence of energies, they are suddenly transported to an entirely different location. The two find themselves. Okay. Jetzt, wo wir den Atlas ohne die Schwächung besiegt haben, sind wir in eine Art Energiesturm geraten und Land ist eine Archite-Steppe. Sehen wir uns mal an. Das dürfte jetzt die Sequenz dazu sein. Komm schon, lass nicht eben diese Cutscene. Das geht schon. So, einmal kurz zurücklehnen und genießen. A colossal war once raged across the land. The sparks of the cocoon. Das ist für Flammen, ist geil. Among the people, there were those who sought to resurrect the foul sea. They wanted to use their power to avert catastrophe. However, there were many who feared the foul sea and their part in Cocoon's history. The populace was split. Anger divided them. Over the course of time, the debate escalated into war. As the battle raged on, one side created soldiers the size of mountains. Oh, ganz viele Atlasse. Ganz toll. Began as a dispute between humans, became an earth-shattering war between giants. The titanic conflict grew beyond the people's ability to control. Pulse became a scorched battlefield. And eventually, what they set out to protect was destroyed. That story has been passed down for generations. Und er zieht einfach los zwischen allen Riesen. Genau, die paar Titanen da. Easy. Staying here with you, Noel, in this time. I can't let the world be destroyed. Thanks, Sarah. The pillar supporting Cocoon was already weak and starting to crumble. There's not much time left for us. But even so, we're not going to give up. We can't. Because I know what happens after Cocoon comes crashing down from the sky. World is stripped of growth, of life. Oh. The water runs dry, and even the winds grow still. Everything withers away in a slow death. It's a world with no hope, no future, nothing. A forsaken world. That's the world in which I was born. Ja, da haben sie gegen die Titanen gekämpft, in diesem Ende quasi. Und dass diese Titanen haben dann zum Ende der Welt geführt. Und das nicht unser Eingreifen. So, die Endparadoxe. Die Endparadoxe sind alternative Zeitlinien, das wissen wir ja schon alles. Kann ich das bitte wieder öffnen? Dankeschön. Ist schon ganz cool, dass sie das so gemacht haben. Die Enden sind ja auch relativ kreativ gemacht. So, das nächste Paradoxe haben wir hier in Urba, genau. Hier machen wir dicht.
Und gehen auch direkt rein. Los geht's. Hier dürfen wir jetzt erneut auf Kaios treffen. In einer Form, in der alles gibt. Das wird auch ganz lustig, denke ich. Aber gut, Atlas haben wir auch gekillt. Ich denke, das geht schon. Sollte nicht so das Riesenproblem werden. Ansonsten muss ich halt auf meine Hex zurückgreifen. Ja, finden heraus, was passiert ist. Danke, nein, danke. Ich gehe was straight zu Kaios. Kann ich das direkt? Ja, kann ich direkt. Das ist gut, dass ich nicht wirklich alles komplett neu spielen muss, sondern wirklich immer nur so zu den entsprechenden Abschnitten durchlaufen kann. Zumindest eine Sache, wo ich mich ja nicht komplett kaputt grinden muss. In einem Abschnitt des Spiels muss ich den Abschnitt dreimal spielen und für alle ein Endparadox dazu bekommen. Das wird auf jeden Fall auch nicht ganz so cool, aber was muss, das muss. Dafür sehen wir immer wieder was Neues zwischendurch. Ist bei dem Spiel ja nicht unbedingt immer der Fall. Ich hätte doch da lang gehen können, ich bin Trottel. Ah, was soll's. Das war ich mit Sachen vergessen. Dass ich hier schon... Oh, lass mich springen! Dass ich hier echt schon ein bisschen lost bin. Aber naja. Gott, ich habe voll vergessen, wie geil hier alles war. Ich hätte es öfter spielen sollen. Ich habe mich so über Gilgamesh geärgert. Ich habe da echt eine Pause gemacht, so lange, bis ich halt fast keine Erfolge mehr für das Spiel hatte. Und wenn man sieht, wie viele Parts ich aufgenommen habe, naja, kann man sich vorstellen, was ich gezockt habe. Ich wollte es echt direkt 100% durchziehen. Und nicht erst ewig warten, damit es dann auch wirklich gleich abgeschlossen ist. Aber da hat die Faulheit wieder gesiegt. Okay. Ist halt manchmal so. Ich frage mich sowieso, was ich als nächstes zocken soll. Ob ich dann Lightning Returns anfange. So aus Jux und Dollerei. Oder ob ich auch was anderes zocke. Ich gucke mal. Ich gucke mal. Aber so an sich gehen die Final Fantasy Spiele schon. Das kann man auf jeden Fall machen, denke ich. So, Kaios. Warte mal, ich muss noch mal kurz meine Paradigmen umändern. So kann ich nicht richtig. Nee, Moment. Ach. Ich weiß, es ist ja standardmäßig, aber. Das kann man lassen. Habe ich meinen Sani-Pudding gar nicht drin? Habe ich nicht. Oh. Ja, gut. Keine Sani-Pudding dabei. Ist ja auch nicht so wichtig. Brauche ich noch irgendwas? Doch, ich mach mal Heiler, Verteidiger, Brecher. Genau. Das machen wir so. Das sieht gut aus. Oh, und damit wird dieser Part auch schon wieder beendet. Wenn ihr mich unterstützen wollt, drückt doch oben rechts auf mein Profilbild, oben links, um zu meinem letzten Video zu kommen, und links zu die Plays und unten rechts zu einem vorherigen Video. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zusehen und bis dahin.